Stadt Basel ist Schauplatz des heutigen Puls. In dieser Betonwüste sind wir unterwegs mit einer Gruppe von Naturfans. Überraschenderweise hat nämlich gerade diese Ecke viel Essbares zu bieten. Herzlich willkommen im Garten von Mutter Natur. Zugegeben, ganz so stellt man sich den vermutlich nicht vor. Aber auch hier, mitten in der Stadt, wachsen Wildkräuter und wilde Pflanzen, die man essen kann und die uns sogar gut tun. Wie man die erkennt, wie man sie pflückt und welche, dass man unter Umständen besser stehen lässt, das Wissen holen wir uns heute. Renaissance der Wildpflanzen. Brennnessel, Girsch und Co. sind dank ihrer Vitamine und Mineralien wahrer Powerfood. Sie wachsen überall, sogar in der Stadt. Doch sind sie auch lecker? Ich finde es an der Obergrenze für mich mit der Bitterstoff. Puls kocht und lädt ein zum Probieren. Jetzt degustieren. Was machen Sie denn? Ich möchte besser eine frisch gemeinte Blumenhäuser, sorry. Anita Schilter, wir machen den Rundgang heute unter ihrer fachkundigen Leitung. Wenn ich dahinter schaue, muss ich sagen, eine Geiss oder eine Kuh wäre allenfalls glücklich mit dem, wenn sie mir echt sagen, da hat es Zeug drunter, wo auch wir essen könnten. Gerade an diesem Platz hier vielleicht nicht, aber hier an der Birse entlang hat es so viele schöne Pflanzen, Heilpflanzen und Kräutchen und Sachen, die man essen kann. Wir werden glücklich. Wir müssen einfach noch ein bisschen schauen. Es ist der Hundespaziergang von der Stadt. Man kann nicht alles gerade einfach so ernten. Ein bisschen bewusst ernten, aber das würde ich gerne erzählen. Anita Schilter ist Phytotherapeutin und bietet Wildpflanzenspaziergänge an. Anita Schilter hat auch Pflanzen und Produkte dabei, dass wir auf dem Spaziergang schon möglichst viel gerade probieren können. Und wenn ich so viel erzähle und ihr nicht alles behalten könnt, habe ich euch ein Skript gemacht. Das verteile ich euch gerne. Bevor ihr anfangt zu lesen, darf ich geschwind fragen, was ist denn die Motivation, um hier mitzumachen? Was wollen Sie wissen, erfahren, erleben heute? Ich möchte einfach meine Umwelt bewusster wahrnehmen und mich ein bisschen auf die Heilpflanzen sensibilisieren, weil ich da wirklich nicht so viel darüber weiss. Und Sie? Ich würde auch noch gerne erfahren. Ich mache zum Beispiel Bärlauchpesto. Gibt es noch irgendetwas anderes, was man könnte brauchen, um ein Pesto zu machen? Oder auch sonst für die Salate ein bisschen schön zu dekorieren. Wir gehen die bisselnden Hunde einfach nicht aus dem Kopf. Eben, es liegt hier ein bisschen Abfall rum, oder? Es macht mich jetzt ehrlich gesagt, wenn ich das sehe, ein bisschen Abfall und dann sind uns da jetzt auch schon Leute mit Hunden entgegengekommen vorher. Die Kräuterexpertin pflückt den Wissensalbei dann auch nicht direkt am Wegrand. Das ist doch wunderbar, einfach so zu essen. Das kann man nicht. Und einfach so geniessen. Ich nehme jetzt das. Gehört ein bisschen zum Job, aber sonst hätte ich das jetzt nicht gegessen da. Es muss schon eine rechte Dog sein, als sein Bein so hochläuft. Normalerweise sind ja die Hunde eher ein bisschen klein, die in der Stadt sind. Ja. Und so über Kniehöhe bisselt der Hund so nicht an. Wildpflanzen essen? Warum eigentlich? Ist das nicht eine seltsame Idee? Mitnichten. In diesem Garten werden Wildpflanzen gepflegt und wissenschaftlich eingeordnet. Beziehungen zwischen Pflanzen und Menschen erforschen und fördern ist eine zentrale Aufgabe des Botanischen Gartens der Universität Zürich. Auch sie erforschen Wildpflanzen wissenschaftlich. Maya Dalcero, Ethnobotanikerin, und Reinhard Saller, ehemaliger Professor für Naturheilkunde. Sie lieben es, durch botanische Gärten zu gehen und zu fachsimpeln über den Gebrauch von Pflanzen, früher und heute. Ja, das Sammeln von Wildpflanzen hat natürlich lang ist ein wichtiger Beitrag gewesen, um den Speiszettel erweitern, reichhaltiger, abwechslungsreicher zu machen. In den Jäger- und Sammlergesellschaften ist das die Nahrungsgrundlage gewesen. Pfahlbauer ernährten sich unter anderem von Rheinkohl, Vogelmiere oder Gänsefuß. Erst vor etwa 6000 Jahren begann der Mensch, essbare Pflanzen zu kultivieren. Mit dem Sesshaftwerden und dem Anbau von Getreide haben die Wildpflanzen weiterhin eine wichtige Rolle gespielt, vor allem auch als Sicherheit, wenn mal die Ernte ausgefallen ist. Die Nutzung von Pflanzen wurde an der Universität Zürich besonders genau studiert. Die Publikationen von Schweizer Botanikern wie Oswald Heer oder auch Konrad Gessner waren einzigartig und erlangten internationale Berühmtheit. Wildpflanzen haben heute viel an Bedeutung verloren, vor allem auf dem Teller. Einer der Gründe ist sicher der Geschmack.
Sie schmecken bitter oder scharf. Bitterstoffe gibt es viele verschiedene. Gerade in Wildpflanzen sind sie in hohem Maß enthalten und dienen als Fressschutz. Der gelbe Enzian zum Beispiel enthält einen der bittersten Stoffe überhaupt, Amarogentin. Gerade diese Bitterstoffe aber spielten in der Heilkunde schon immer eine wichtige Rolle. Pflanzenkundlerin und Klosterfrau Hildegard von Bingen zum Beispiel, die um 1000 nach Christus lebte, empfahl vor allem Kräuter mit vielen Bitterstoffen. Bitterstoffe haben immer eine sehr große Rolle gespielt im Zusammenhang mit dem Magen-Darm-Trakt, mit all dem, was die Verdauung eine Rolle spielt, eine gute Verdauung, eine angemessene Verdauung. Dann bei der Verdauung auch schon relativ frühzeitig, man hat das lange Zeit wieder vergessen, dass nämlich auch unser Verdauungssystem einen großen Einfluss auf unseren gesamten Organismus hat, insbesondere im Zusammenhang mit Denken und Fühlen, sodass man davon ausgehen kann, und einige der entsprechenden Schriften zeigen das auch, dass zum Beispiel der große Teil von Bitterstoffen im Zusammenhang mit Verstimmungszuständen, die man heute teilweise als Depressionen zusammenfassen würden, sehen. Aber nicht nur in vergangenen Zeiten waren Bitterstoffe in der Medizin von Interesse, wie Puls vor 9 Jahren berichtete. Bitterstoffe, wie sie in Chicorée oder Artischocken vorkommen, wirken offenbar auch in der Lunge. Das berichten amerikanische Forscher. Die Renaissance des Bitterstoffs als Medikament hat mit einer Entdeckung zu tun, die erst vor 10 Jahren gemacht wurde. Die sogenannten Bitterstoffrezeptoren, die im Mund für die Wahrnehmung bitter zuständig sind, wurden nicht nur auf der Zunge und im Magen-Darm-Trakt entdeckt, sondern auch im Gehirn, in den Atemwegen und der Lunge, in den Herzmuskeln, in den Harnwegen sowie in der Haut. Allerdings, welche Bitterstoffe bei welchen Rezeptoren welche Wirkung haben, ist nicht einfach zu erforschen. Es gibt also hunderte von unterschiedlichen Bitterstoffen und es wäre, ich glaube, niemand würde annehmen, dass die alle gleich wirken. So, es kommt also tatsächlich darauf an, welcher Bitterstoff ist es. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Rezeptoren diesen Bitterstoff erkennen und auf welchen Körperzellen unter anderem sie sitzen. Es gibt nicht die Bitterstoffe, die gesund sind, und es gibt auch nicht die Bitterstoffe, die vielleicht sagen wir, besondere Wirkungen haben, sondern das können nur einzelne sein. Immer mehr Studien untersuchen die Wirkung bei Asthma, Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Erkrankungen. Puls fragt bei 2 Experten nach. Endokrinologe Philipp Gerber sieht noch keine erwiesene Wirkung. Es gibt effektiv einige Hinweise auf positive Effekte der Bitterstoffe. Zurzeit ist aber noch unklar, was wirklich ein klinischer Nutzen sein könnte. Und Allergologe Peter Schmid: Bitterstoffe und Asthma, sehr spannendes Thema, aber im Moment noch mehr in der Forschung als in der klinischen Anwendung, würde ich aber durchaus probieren wollen. In der Forschung liegt momentan auch mit ganz weit vorne Hauterkrankungen, bei denen unterschiedliche Bitterstoffe eingesetzt werden, quasi im Rückgriff auf sehr, sehr alte Traditionen. Denn viele der Bitterstoffe sind ja früher als etwas stärkeres Tee äußerlich verwendet worden. Und diese Gesichtspunkte werden momentan systematisch und mit erstaunlich großen Erfolgen aufgegriffen. In Drogerien und im Internet haben die Bitterstoffe bereits Einzug gehalten. Sie sollen Heißhunger stoppen und beim Abnehmen helfen. Auch Detox oder Blutreinigung sind beliebte Stichworte. Sie zielen wohl auf deren Wirkung in der Leber. Da sind einige dabei, die in der Leber die ganzen Enzyme stimulieren können oder auch zu einer vermehrten Produktion führen können, die Giftstoffe abbauen, umbauen und die vor allem Giftstoffe, die aus dem Körper nicht ausgeschieden werden können, weil sie so extrem fettlöslich sind, dass die in etwas wasserlöslichere Formen umwandeln, sodass sie sowohl über den Darm wie über die Nieren ausgeschieden werden. Wenn man das unter Leber versteht, dass entsprechende Stoffwechselwege angeregt und unterstützt werden, ja. Bitterstoffe liegen im Trend, auch geschmacklich. Die Cocktailkarten sind voll von Aperol und Negronis. Und vielleicht kommen ja nebst den bitteren Gemüsesorten bald ein paar Wildpflanzen in die Gemüseabteilungen, so wie der Bärlauch. Gesundheitlich macht es absolut durchaus Sinn, dass man die sekundären Inhaltsstoffe, also die, wenn sie bitter sind oder aromatisch, die Pflanzen, dass man das wirklich auch mit der Nahrung zu uns nimmt.
Wildpflanzen haben also eine alte Tradition und erleben eine neue Beliebtheit. Wiesensalbei haben wir schon probiert. Jetzt zeigt uns Anita Schilter auf dem Spaziergang an der Birs Blätter von Kratzbeere, eine Brombeereart. Offenbar sind nicht nur die Beere gut. Wenn sie ganz frisch anfangen, die sind so herb, die schmecken in jedem Salat gut. Man kann aus dem Tee machen. Und da sind alle Beere eigentlich im Frühling fürs Blatt geeignet. Johannisbeer, Erdbeer, Himbeer, Brombeer. Gerade neben dem Kratzbeere eine Malve, auch bekannt unter dem Namen Käslikraut. Eigentlich gehört sie Tee gegen Husten. Es ist eine Schleimstoffpflanze, das hat Schleimstoff drin. Man sollte sie nicht heiss übergüssen, sondern mindestens 3 Stunden in warmem Wasser einlegen. Anita Schilter ist vorbereitet. Hallo. Trocknet die Malve ins Wasser da? Es schmeckt ganz dezent und es soll gegen Reizhusten helfen. Wir müssen nicht lang laufen, da bleibt Anita Schilter schon wieder stehen. Ich glaube, die Pflanze, die man immer wieder hört, das ist Brennnessel. Brennnessel ist so die Heilpflanze, weil man sie von zunderst bis zoberst verwenden kann. Die Brennnessel ist die Superfood-Pflanze schlechthin. Und sie toppt jedes Supermarktgemüse an Inhaltsstoffen. Zum Beispiel enthält sie 333 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm, fast 7-mal mehr als Orangen. Aber auch bei Magnesium, Calcium, Kalium und Eiweiß gehört die Brennnessel zu den inhaltsreichsten Pflanzen überhaupt. Die Naturheilkunde stuft die Brennnessel unter anderem als stoffwechselanregend, blutreinigend und harntreibend ein. Brennnessel macht einem angeblich nichts, wenn man sie richtig anlangt. Von unten nach oben streichen und dann das Blatt zusammenrollen. Ich muss ja nicht alles selber ausprobieren. An der Brennnessel ist eigentlich alles gesund. Der Samen soll laut Volksheilkunde Energie liefern, die Spermienqualität verbessern und generell die Lust fördern. Wiesen Viagra sozusagen. Wissenschaftlich bewiesen ist das nicht. Das sind jetzt eigentlich ein bisschen von den Säumen. Einfach nicht geröstet. Ja. Das überzeugt. Ja. Willst du jetzt das über den Salat tun? Ja, wieso nicht? Das Wildkräutersammeln wird immer beliebter, sagt die Pflanzenexpertin. Aber viele Leute wissen nachher nicht so recht, was man in der Küche mit dem Zeug machen kann. Michael Brunner zum Beispiel, Radiomoderator bei SRF1 und Hobbykoch, der auch mal gerne länger in der Küche steht. Er ist kein Fan von Wildpflanzenkochen. Ich verstehe von Wildkräutern gleich viel, wie ich höre vom Berg steigen. Keine Ahnung, ein bisschen Bärlauch und das ist es. Für uns aber wagt er trotzdem einen Versuch, aus bitteren Wildkräutern etwas Feines zu kochen. Und zwar in einem Kräuteratelier im St. Katharinenkloster in Wiel. Ein Kloster, das bis heute nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Sie ist eine Wiesenwitwenblume. Jawohl. Und dann könnte man die als Deko, weil die ist essbar. Jawohl. Und eine hübsche Farbe. Hilfestellung bietet die Kräuterkundlerin Katharina Reichmuth. Ausgebildet an der Kräuterakademie weiß sie, welche Wildpflanzen man wie kocht. Heutiges Ziel, 3 Gerichte aus Wildpflanzen zubereiten und diese von Passanten degustieren und beurteilen lassen. Schon beim Zutatensammeln wird klar, Michael betrachtet die Pflanzen etwas anders als Katharina. Nein, für mich war jetzt das eine Unkrauthalde. Sorry. Eben, also, genau. Und da könnten wir jetzt gerade mal umbenennen. Oder? Wir sagen jetzt, statt Unkraut könnten wir zum Beispiel sagen Begleitvegetation. Begleitvegetation. Oder Beikraut. Das ist gut. Das ist gut. Das tut dir weh, gell? Gell? Unkraut sagt. Ja, gehört auch nicht so gern. Okay, gut. Das ist gemerkt. Also, ja. Wie hast du jetzt aber gesagt, richtig? Giersch. Geissfuss. Weisst du, in der ganzen Schweiz okay. Hat so die Dialekt, gell? Dann hat es halt verschiedene Namen. Weiter geht's zur Brennnessel, einer wichtigen Zutat für eines der Gerichte, die die beiden kochen werden. Wir machen jetzt einen Spinat mit dem. Ein Spinat? Ja, ein Spinat. Okay. Würde ich da gelusten? Aber über. Also. Wenn ich jetzt ehrlich bin, nein, aber.
Für mich passt es nicht. Ich finde es jetzt nicht so ein anmächerlicher Gedanke, unbedingt gerade Brennnesseln als Spinat zu essen. Ja. Ja. Also für mich ist es halt eher eine Begleitvegetation. Ja. Weiter ins Körbli kommen Spitzwegerich und Sauerklee. Ah, das ist aber cool. Und natürlich der Klassiker Bärlauch, der seit ein paar Jahren auch in den Gemüseregalen der Detailhändler angeboten wird. Zum Glück hat Katharina schon vorgesammelt. Es braucht schon viel Grünzeug, damit es für 3 Degustationsmahlzeiten reicht. Wir machen das Pesto, Knoblauchrauke, Toast, Sauerampfer, Zömli vom Bärlauch, Thymian, Spitzwegerich. Jawohl. Dann machen wir einen Spinat mit Brennnesseln, Schafgarbenblätter und Kirsch mit den Stängeln. Dann machen wir einen Salat und den Salat tun wir ausgarnieren mit diesen beiden Bucke, wo wir hier als Sträuß haben. Ja, sollen wir loslassen? Ja, unbedingt. Also gut. Das Pesto also als erstes. Easy. Wo ist der Mixer? Meine Erfahrung ist, mit den Wildkräutern, Kräutchen mixen wir nicht. Mixen, weil sonst gibt es schnell, wie sagt man, so saftet wie verrückt. Jawohl. Ja. Und dann ist es fast mit zu viel Saft, oder? Und du waschst die jetzt nicht? Nein. Ich wasche es, wenn ich zum Beispiel etwas unbedingt haben möchte und ist an einer Kiesgrube, die es den ganzen Tag gestaubt hat. Ja. Schütteln reicht, wenn von einem sicheren Ort gesammelt. Hacken kann Michael Brunner übrigens wie ein Profi. Nachher ist das fertig, oder? Es ist wie aus dem Rasenmäher. Ja. Also. Ja. Oder das Chlorophyll, oder die grüne Kraft, was da in diesen Pflanzen drin hat, dass, wenn man es tut, die Zellen brechen. Also ist jetzt nicht so, dass du gerade einen Luftsprung machst und findest, das will ich essen, oder? Ja, ja. Sonnenblumen und Pinienkerne, Öl und Parmesan sollen wie beim normalen Pesto den Geschmack abrunden. Also, probieren wir. Ich habe wirklich noch gehört. Geschmacklich gut, aber wie gesagt, es ist, ich finde es an der Obergrenze für mich mit dem Bitterstoff. Ja, ja. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich es nicht gewohnt bin. Ja, mehr Pinienkerne, da würde das alles noch ein bisschen feiner machen. Gut, also, da lassen wir ruhen. Jawohl. Und? So, Pesto fertig. Jetzt zum zweiten Gericht. Ein Spinatgemüse aus Brennnessel, Schafgarbe und Kirsch. Ob das den Leuten schmecken wird? Aber ist jetzt das für dich so Anspannung, wenn es um Degustation kommt? Du kommst ja voll in die Konsumgesellschaft rein, zwischen, ich sage jetzt, zwischen Dönerstand und Pizza. Ja, stimmt. Und kommst mit Wildkräutern. Da ist ja das Risiko noch recht gross, dass der eine sagt. Ja, ich weiß. Ich glaube, dass es jetzt zunehmend nicht mehr so exotisch wird sein. Aber jetzt dort im Frauenfeld, so genau weiß ich es nicht. Ja. Das Spinatgemüse ist einfach und schnell gemacht. Zuerst gehackten Kirsch, Brennnessel und Schafgarbe mit Zwiebeln im Öl dünsten. Also ideal ist, wenn man mit Wildpflanzen kocht, dass man sanft mit der Wärme umgeht. Also ja, nicht überhitzen, im Sinn von, wenn man ein Blättchen möchte, bröteln im Fett, dann geht man unter die Mittelhitze, die man hat beim Herd, und wartet. Und das sind ganz langsame Prozesse. Also da geht dann vielleicht halt nicht 2 Minuten, sondern 6 Minuten, bis das Blättchen dann im Öl schön gebacken ist. Das Spinatgrün wird mit etwas Bouillon oder Salzwasser abgelöscht. Träger bei diesem Gericht sind Teigwaren. Michael freundet sich langsam an mit dem wilden Kochen. Also spannend finde ich, dass wirklich die Sachen einfach holst vor der Tür. Also du gehst einfach, du schaust, was es hat, du nimmst mit, du gehst heim, du machst etwas draus. Und halt wirklich so der Gedanke, dass da echt ganz viel Essen steht, wo sobald wie es Winter wird, einfach kaputt geht. Das ist ja noch komisch. Sieht jedenfalls schon mal aus wie Spinat. Und wie schmeckt's?
Geschmacklich ist es aber völlig anders als in der Nase. Aha. In der Nase ist das der Geruch, den ich abgespeichert habe als Kind, wenn ich vor einem Stall durchgelaufen bin, wo es Brennnesseln hatte. Und im Mühl ist es jetzt wie so der rein Brennnesselgeschmack. Aber das hat nicht mehr so das Stallig nebendran, der Stallgeschmack, der hat es jetzt nicht mehr drin, wenn es so ist. Und was es ist, halt tendenziell wieder eher auf der Bitterseite. Mhm. Gehen wir auf Gas schauen, ob die Leute das gerne haben. Ich bin im Fall wirklich gespannt. Ja, ja. Super. Auf dem Wildpflanzenspaziergang sind wir an einem Ort, wo Urbaner nicht sein könnten. Und sogar da findet Anita Schilter Essbares. Bärlauch, Vogelmieren, Malven. Anta hat sie aber vor allem eine Pflanze. Haben wir hier den Giersch? Das ist typischer Gärtnerunkraut. Wenn jemand sagt, ich habe im Garten Giersch, dann hört man immer, oh, ich habe Giersch. Giersch, das unscheinbare Unkraut, hat es in sich. Unter anderem enthält es richtig viel Kalium, aber auch Magnesium und gleich viel Eisen wie Spinat. Spitze ist er beim Eiweiß mit 6,7 Gramm pro 100 Gramm, etwas mehr als grüne Erbsen. Federkohl bringt auf rund 4 Gramm pro 100 Gramm. Zudem enthält Giersch viermal mehr Vitamin C als Orangen. Trotzdem ist er von unserem Speiseplan verschwunden. Bei den Römern noch war er sehr beliebt. Die Römer haben gerne Fett gegessen. Und da war Gicht ein Thema. Damit sie irgendetwas gegen ihre Gichtschmerzen hatten, haben sie den Giersch überall um ihre Lagerstätten auch angebaut. Und haben dann einfach so verarbeitet. Wirklich toll zum Essen ist er, wenn er frisch aus dem Boden kommt. Dann hat er schon den dreieckigen Stängel und hat auch schon die schönen drei Blätter. Und so schmeckt er nach Riebli, Peterli, so einen Geschmack. Auf dem Spaziergang findet Anita Schilter noch viel mehr Pflanzen, als wir hier zeigen können. Im normalen Leben ist sie Pflegefachfrau. Unterwegs erzählt sie uns, woher ihre Leidenschaft für Kräuter kommt. Also, meine Eltern sind aus der Innerschweiz. Meine Grosseltern hatten einen Bergbauernhof und dort ist man hat einfach das benutzt. Es war rum. Es ist niemand auf die Idee gekommen, man geht in die Apotheke runter, wenn man etwas braucht. Es ist ja alles eigentlich vor der Nase und man hat es einfach so verwendet. Das heisst, man hat sein Essen da, man hat mit dem gekocht, man hat, wenn es einem schlecht gegangen ist, einen Tee gemacht. Es ist, hat dazugehört. Zum Schluss gibt Anita Schilter uns noch Tipps für Einsteiger mit auf den Weg. Langsam anfangen, eine Pflanze nach der anderen kennenlernen und nur das ernten, was man kennt, damit man sicher nichts Giftiges oder Unverträgliches verdwitscht. Helfen können Wildpflanzenspaziergänge wie dieser, Bücher oder Apps. In Frauenfeld im Einkaufszentrum ist jetzt die Wildpflanzen-Degustation angesagt. Michael Brunner und Katharina Reichmuth stehen bereit, um ihre Kochkunst von Passantinnen testen zu lassen. Wie kommen das Spinatgemüse aus Brennnesseln und Giersch mit Teigwaren und die Crostini mit Wildpflanzenpesto an? Probieren. Probiero. Ich kann es gerne. Ja, ich finde es erfrischend, gerade jetzt so in dem warmen Wetter. Aber was ist das? Das ist Wildkräuterpesto. Sehr gut. Schön. Kaufen Sie ja im Fleisch auf der Wiese. Es schmeckt besser als frisch gemeinte Blumenwiese, sorry. Wirklich? Ja. Das ist wirklich so. Das ist aber fein. Frisch gemähte Blumenwiese. Ja. Sehr gut. Das ist aber ein schönes Feedback. Spannend. Sehr. Wie findest du es? Okay, nicht ganz alle sind begeistert. Es ist erst noch. Aber die meisten jungen Menschen mochten die Häppchen. Ist fein. Ist fein, ehrlich. Mhm. Findest du nicht bitter oder so? Nein. Super. Also spezieller Geschmack. Es ist so leicht süß auch noch. Spannend. Die Bilanz? Der Salat mit Blütendeko war den Passantinnen offenbar zu unspektakulär.
Aber der Spinat und vor allem das Pesto gingen weg wie warme Weckli. Dabei war Michael Brunner beim Kochen ja noch skeptisch gewesen. Aufgrund von dem in der Küche habe ich echt gedacht, ui. Und dann wird es wahrscheinlich ganz viele geben, sagen, nein. Und sind ja praktisch alle haben Dinge gefunden, super. Toll, also ich bin sehr zufrieden und ich habe richtig innerlich auch Freude, dass das mit den Wildkräutern geschätzt wird und vielleicht eben ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Fazit: Gewusst wie, kann man Wildpflanzen auch tatsächlich sehr schmackhaft zubereiten. Nach dem Spaziergang nimmt mich Anita Schilter noch mit in ihren Garten. Hey, ist der schön. Er wirkt sehr gepflegt. Aber es hat auch ein paar verwilderte Ecken. Was andere ausreissen, darf in diesem Garten stehen bleiben. Und so hat es auch hier essbare Wildpflanzen. Oh, jetzt muss man schauen, dass man nicht auf die Gänseblümchen steht, weil das könnte man theoretisch ja auch schon essen, oder? Das kann man essen. Ist es ein Tut durch seinen Salat? Ja, kann man einfach so nehmen. Es ist okay, aber ein bisschen Salat drumherum würde ihm sicher gut tun. Das Gänseblümchen. An Inhaltsstoffen ist es nicht ganz so potent wie Brennnessel und Giersch, enthält aber immer noch sehr viel mehr Vitamine und Mineralien als zum Beispiel Kopfsalat und auch mehr als Federkohl. Auch dank seinen Bitterstoffen gilt es in der Naturheilkunde als stoffwechselanregend, entwässernd und blutreinigend. Vor allem im Salat ist es die ideale Power-Dekoration. Anita Schilter sagt von sich, sie sei manchmal auch zu faul zum Gärtnern und überlässt dann vieles einfach der Natur. Und die bietet auch viel, was man ernten kann. Also, ganz am Anfang fangen wir an mit dem Löwenzahn. Mhm. Natürlich nicht mehr so, jetzt ist er durch. Ja. Aber wenn er so ganz klein kommt, schmeckt er herrlich im Salat. Ja. Die Feierli sind einfach so gekommen. Mhm. Auch Primeli hat es einfach so versammelt, irgendwo einmal eins. Hier haben wir einen Elkenwurz. Das ist Zeug, das du nicht gepflanzt hast. Das, das ist einfach kommt einfach. Und ich habe nicht immer eine Freude drum, aber es ist okay so. Ja. Der Stachelschnabel, das Ruprechtskraut, das man auch gut als Heilpflanze, also ist eine Heilpflanze, die man so benutzen kann. Mhm. Das kommt einfach, das lassen wir. Wie viel hilfst du noch? Also wird da düngt? Wird da... Düngt wird gar nichts. Das Einzige, was ich wirklich mache, ist gieße. Ja. Es wäre einfach zu heiß. Ja. Wir sammeln ein bisschen Regenwasser und hoffen, dass wir mit dem durch den Sommer kommen. Der Garten ist richtig gross. Bewusst angepflanzt ist eigentlich nicht wahnsinnig viel. Und doch gibt es einen ganzen Haufen Pflanzen, die man essen kann. Über 80. Über 80. Ohne Gemüse und Beere oder so. Also rein nur ja, von Küchenkräutern zu Heilkräutern. Ja. So ein Labkraut, das man einfach so isst, weil es gut schmeckt. Man kann sie lassen. Ja, sind es über 80. Beim Sammeln von Wildkräutern gilt es, ein paar Regeln zu beachten. Nur ernten, was du wirklich kennst. Kennst du die? Das sind Bärlauchsamen. Sie sind genauso essbar wie die Blüten und Blätter. Bei den Blättern aber kommt es immer wieder zu Verwechslungen mit den giftigen Herbstzeitlosen und den Maiglöckchen. Gut zu erkennen sind die Bärlauchblätter, weil jedes Blatt einen eigenen Stiel hat. Im Gegensatz zu Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Wiesenkerbel und Giersch sind schon verwechselt worden mit dem gefleckten Schierling, einem tödlichen Kraut. Erkennbar ist der giftige Schierling am rötlich gefleckten Stängel. Zum Glück kommt er in der Schweiz nur selten vor. Apps können helfen beim Identifizieren, aber sie können sich auch irren. Drum Finger weg, wenn auch nur der leiseste Zweifel besteht. Unser zweiter Tipp: achtsam ernten. Niemals die Pflanzen großflächig ausreißen, auch wenn es sich wie hier beim Giersch anbietet. Nicht nur, damit auch dem Nächsten noch was bleibt, sondern weil so immer auch unbekannte Pflanzen oder Pflanzenteile mitgeerntet werden können. Besser Pflanze für Pflanze, sonst kann ein giftiges Teil drunter sein. Tipp 3: Nachkontrolle. Um sicher zu gehen, gesammeltes zu Hause ausbreiten und nochmals kontrollieren, ob wirklich keine unbekannten Pflanzenteile darunter geraten sind. Allenfalls unbekannte Blätter und Gräser aussortieren. Ein weiterer Tipp:
Den Ort gut auswählen, wo du erntest. Direkt beim Hundespazierweg lieber nichts ernten. Ein paar Meter im Feld drin ist es sicherer vor Hundeurin. Zu meiden sind auch Pflanzen direkt neben vielbefahrenen Hauptstraßen. Danita Schilter führt mich ins Haus. Wildkräuter muss man schnell verarbeiten, nachdem man sie geerntet hat. Ein Teil davon lagert hier in der Teebar. Melisse, Minze, Hirte, Täschli, auch Eberruten. Das ist alles vom Garten. Mehr habe ich hier im Keller. Ja. Das ist der Sirup. Wow! Das ist jetzt Rosensirup. Dann haben wir wildes Salbei. Oder Wiesensalbei, das ist das Gleiche. Es ist ja, also das Irrsinnigste ist ja die Farbe. Und die ist natürlich. Das ist nichts drin, außer halt Zucker und ein bisschen Zitrone. Super zum Halfen schön. Machen. Und natürlich Kräuter, die ich nach der Teebar wieder füllen kann. Was ist dein grösster Schatz, wenn ich in das Schränkchen hineinschaue? Ich liebe Holunderbeere. Kann ich jetzt auch gerade so ein bisschen zum Essen geben. Das auf ein bisschen aufteilen. Oh. In einem Müsli oder so. Danke. Kann man hier einfach degustieren. Die grünen Holunderbeeren sind ja giftig. Mm-hmm. Sie müssen wirklich voll reif sein. Und dann vertreibt man sie in kleiner Menge. In grosser Menge, wenn man sie will essen will, dann muss man es wirklich ein bisschen kochen, ein bisschen backen. Ja. Also wenn der Kuchen fertig ist, dann noch ein bisschen in den Backofen stellen. Sehr intensiv, also so ein bisschen säuerlich. Ja, genau. Und das in einem Sonntagsmüsli, finde ich, einfach lecker. Geheimtipp, Holunderbeere.